Die Sonne neigt sich dem Horizont und geht gerade im Westen unter. Potium aber kennt keine Nacht. Die Handwerker überall beenden ihr Tun und kehren in ihre Karten und Häuser zurück. Die Händler bleiben, denn am Abend trifft sich das Volk in den Gassen und den Gauklern beim Taschenspiel zuzusehen. Akrobaten, Schlangenbeschwörer, Feuerspucker, vielfältig sind die Darbietungen. Für Einwohner sind die Abende ein Markt der Gerüchte und Neuigkeiten. Zahlreiche Garküchen und kleinere Gerichte, die sie hier anbieten, damit buhlen sie wohl um die Gunst der Menschen. Ihre kleinen Stände säumen die Straßen und Plätze. Es gibt Wasser- und Saftverkäufer. Die feinen Leute sitzen in Teehäusern bei einem wohltuenden Aufguss und einer Wasserpfeife. 13. Firun, irgendwann in der frühen Nacht. Ja, ihr steht gerade vor dem Zartempel, seid herausgekommen mit dem, ja, mit diesem kleinen Zettelchen von der Nordlandbank, auf dem der jeweilige Betrag eingetragen worden ist und einer Unterschrift von ja, Hauptmann Angbruch und einem Stempel. Ja, man schaut die anderen an. Vielleicht sollten wir uns irgendwo gemeinsam mal zurückziehen und über all das hier reden, wie wir weitermachen wollen, ob es ein Wir gibt oder nicht und was wir alles tun wollen. Auf jeden Fall. Guck dich sehr baff an, immer noch. Wie wär's denn, wenn wir... Schaut Moscha an, Moscha. Wie wär's denn, wenn wir hier irgendwie... Gibt's hier ein Badehaus, wo wir alle mal gemeinsam baden können? Frost, wo wir das nicht Badehaus? Und auch noch etwas reden. Ich glaube, es gibt eins. Ich überlege gerade, geht einfach in das Hotel Tulamidia direkt am Hafen. Die werden da auf alle Fälle sehr, sehr große Zubehör haben, indem man sich da dann waschen kann. Mein richtiges Badehaus nicht, aber es gibt im Hotel Tulamidia, soweit ich es im Kopf habe, ein paar ziemlich große Zubehör. In denen kann man, glaube ich, sogar zu zweit sitzen. Da könnten wir hin. Sie legen sehr großen Wert auf Diskretion. Das klingt doch gut. Was sagt ihr dazu? Man schaut so ein bisschen in die Runde. Schaut vor allem noch mal kurz dann zu Jalan, was der Anführer hier sagt. Ja, so könnte ich schon vortragen. Ja, ich könnte mir vorstellen, ein warmes Bad könnte vielleicht für uns alle angenehm sein. Gut, dann tun wir das erstmal und besprechen bei der Gelegenheit unsere weiteren Schritte. Ja. Vergesst nicht, wir sind hier in der Nacht, die nicht schläft. Also ich möchte hier heute Abend schon noch die funkelnden Sterne, die hier am Himmel stehen, begutachten. Straßen und die Flüsse, die sich hier durch die Stadt ziehen. Eine wahre Pracht. In der Nacht soll die Stadt hier mehr funkeln als der Himmel, habe ich mir sagen lassen. Das würde ich auch gerne mal sehen. Meister Wascha, kann man da auch eine Massage bekommen? Ich bin mir sicher, ihr werdet dort die ein oder andere Dame oder Herrn finden, der euch den Reiherkünste etwas geben kann. Nichts gegen die Frauen von Kunchiom, aber so richtig durchkneten, das kriegen die kleinen Frauen hier nicht hin. Ich sagte ja, ihr bekommt bestimmt auch einen Mann, wenn ihr es möchtet. Gut, dann zeigt uns einmal den Weg. Jo. Ja, wenn ihr den Weg wieder in Richtung Süden antretet, an der großen Magierakademie vorbei, an der Prindijan schon das ein oder andere Mal gelernt hat in seiner Vergangenheit. Er hat ja hier auch in Kunchum schon ein bisschen gelernt, bevor er dann aufgebrochen ist, und vorbei am Feuersturmtempel, den sich Ingrim und Rondra teilen, über mehrere kleine Brücken führt euch dann Wascha. Und ja, je näher ihr dem Zentrum der Stadt kommt, wieder einmal über den grünen Manali hinüber, desto mehr könnt ihr zunehmendes Geschrei hören. Ihr könnt sehen, wie jetzt hier auf diesem auslaufenden Delta sich so ein paar Kinder versammelt haben, ein paar Schildkröten, die hier herumschwimmen. Und ja, die Kinder machen sich gerade einen Spaß daraus, die Kerzen, die wohl auf den Panzern befestigt worden sind, anzuzünden, sodass jetzt überall auf diesem grünen Manadi nicht nur Hausboote schwimmen oder angebunden sind, sondern jetzt auch viele, viele Schildkröten mit bunten Kerzen herumtreiben. Einige haben von ihnen sogar einige Pappschirmchen in verschiedenen Farben dann drauf getan, sodass dann ja, das Licht dann eben auch noch einmal in verschiedenen Farben gebrochen wird.
Vorbei an großen Teegeschäften, wo dann, wie gesagt, die etwas reicheren Kunchoma sitzen. Man hat sich dann natürlich in der abflauenden Hitze des Tages hat man sich nach draußen gesetzt, große Sitzsäcke, die einfach auf die Städte, also auf die Straßen hinaufgeschleppt worden sind, sodass man da dann so ein bisschen im Sand sitzt, vor sich die Wasserpfeife ausgebreitet, überall riecht es nach verschiedenen Kräutern, nach Obst oder so etwas, was dann auch in die Wasserpfeife gemischt worden ist. Teilweise müsst ihr aber auch noch ein bisschen husten, weil das dann doch etwas härtere Drogen sein könnten, die euch dann etwas benebelt zurücklassen. Zusammen mit den Klängen eines Schlangentänzers habt ihr kurz das Gefühl, dass ihr einige Farben und Formen oder Visionen sehen könnt. Dann seid ihr aber weitergegangen und kommt an dem großen Bethaus von Rashtula vorbei. Vorbei am Maraskana-Viertel und ja, dann zum Hotel Tulamidia. Von außen eher überbordend das Erscheinungsbild dieses Gasthauses. Es ist eigentlich von Fremden als authentisch zu empfinden. Alle anderen würden eher sagen, es ist mit Klischees überladen und passt so gar nicht zu Kunchum. Ihr könnt dann die kleine Eingangshalle betreten und könnt hier ja verschiedene marmorne Dinge sehen, die dann so etwas wie ein Tresen bilden, hinter der ein wohlgekleideter Tulamide steht, der euch dann begrüßt, hat seinen Turban auf dem Kopf, wie man es eben erwartet. Vor euch auf einer kleinen Schüssel aus Silber stehen dann verschiedene Honigbonbons, die dann duften und dann euch einladen zuzugreifen. Und er begrüßt euch dann mit einem sehr guten Garetisch. Er überblickt kurz die Gruppe, wie ihr da hineintretet, überlegt auch, ihr könnt es sehen, dass er wohl einige Zeit braucht, um sich überhaupt klar zu werden, wen er vor sich hat und wie er euch begrüßt, und versucht es dann eben auf ganz allgemein mittelreichisch, garetisch. Effendis, schön, dass ihr da hier seid. Hotel Tulamidia, kommt da rein. Ihr braucht ein Zimmer? Ja. Ihr braucht eine Wasserpfeife? Etwas zu trinken? Eure Badezuber würden wir gerne in Anspruch nehmen. Selbstverständlich, Badezuber haben wir. Sollen wir sie euch unten im Keller machen oder oben auf der Terrasse? In die Sterne ich gucken, Effendi. Ich näher an ihn ran und sag mal auf Tulamidia zu ihm. Ich kenne euer Etablissement hier. Ich war schon ein paar Mal hier und ich weiß, ihr seid ein sehr diskreter Mann, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir bräuchten etwas, wo wir ungestört sind. Also etwas dickere Wände, ja. Das hat natürlich seinen Preis, aber das können wir auf alle Fälle machen. Nicht diese dünnen Pappwände, die wir oben haben, sondern etwas im Keller. Ich lächle ihn dankbar an. Die Zuber dann doch Zim oben oder unten? Wie hättet ihr es gern? Aber wenn ich schon mal da war, Frosty, weiß ich ja wahrscheinlich, wenn er oben oder unten sagt, habe ich das Gefühl, dass man uns dort relativ in Ruhe lässt oder dass wir dort ungestört sind. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr da auch ungestört sein, ja. Okay. Also du kannst auch einmal durch diesen kleinen Innenhof blicken. Das Innere dieses Gebäudes ist dann, wie typisch, in diesen Tulamidenreichen offen. Die haben da auch so einen kleinen, See ist es nicht, es ist viel zu klein, so ein kleines Wasserauslaufbecken, was da irgendwie in der Mitte mit ein paar Seerosen ist. Und da sitzen dann wohl auch noch ein paar andere Mittelreiche und auch ein paar Tulamiden. Jalan kann einmal auch wohl den Blick auf einen Ritter erhaschen, der da wohl sitzt. Zumindest kannst du kurz einen Wappenrock erkennen, seine Rüstung hat er ja nicht an. Aber prinzipiell ist hier sehr ruhige, gemäßigte Stimmung. Hier unten wirkt es auf alle Fälle sehr... sehr qualitativ anspruchsvoll. Du hast natürlich schon einmal hier genächtigt und weißt, dass das mehr Schein als Sein ist. Also jetzt gerade in den oberen Bereichen verlangen sie dann für diese Pappwände und kleinen Zimmer sehr viel Geld, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Aber wenn man eben nach den etwas teureren Zimmern fragt, dann kann man die auch bekommen. Und das ist dann wirklich dann keine Pappe, die dann da irgendwie als Wand hingestellt ist, sondern das ist dann wirklich massive Steinwand. Unten im Keller auch ein bisschen kühler und dann geschützt vor der Sonne. Ja. Ja, und wenn ihr wollt, dann kann er euch die Zimmer zeigen. Das heißt, ihr könnt euch da dann fröhlich aufteilen. Wenn ihr wollt, bekommt ihr Einzelzimmer. Ihr könnt dann auch einen eigenen Schlafsaal bekommen.
Das ist dann euch überlassen. Und dann muss ich zu Wascher. Wascher, ich finde das hier ziemlich teuer. Können wir hier nicht baden und dann irgendwas anderes erstmal suchen? Wir können natürlich nur hier baden, aber ich meine, wenn wir schon mal etwas hätten, wo wir ungestört reden, dann können wir doch zumindest für diese Nacht die Zimmer nehmen. Wir haben doch gerade einiges an Geld bekommen, oder? Ja, machen wir das. Immerhin haben wir uns das verdient nach diesem ganzen, naja, Trip. Ihr habt vermutlich recht, aber denkt dran, dass das ganze Geld auch weitergehend unsere Ausrüstung finanzieren muss. Denn wir sind mit wenig hier angekommen. Ich nehme an, dass auch Rodrigo einen komplett neuen Satz an Rüstung brauchen wird. Ich brauche einiges neu, aber meine Rüstung, ja, wollen wir mal abwarten. Nun, dann lasst uns doch hier ein Bad nehmen und für diese Nacht hier nächtigen und für die verbleibenden Nächte suchen wir uns dann etwas anderes. Wie klingt das? Ich denke, das ist annehmbar. Ich kenne mich hier ja auch aus, ich werde uns bestimmt was Günstigeres besorgen können, aber für das Aktuelle ist es, glaube ich, nicht schlecht. Wirklich. Für die folgenden Nächte finden wir vielleicht was in Astutzak. Das ist auf jeden Fall über meinem Stand. Es gehört sich nicht, hier lange zu übernachten, aber weiter. Nehmen wir das. Gut, ja, dann bekommt ihr eure Zimmer gewiesen, wie gesagt. Könnt euch dann aufteilen, wie ihr wollt. Ihr gebt euch auch sogar einen kleinen Schlüssel mit. Das ist etwas ungewöhnlicher. Normalerweise gibt es dann für die Schlafsäle gar nichts an Schlössern. Und für die Einzelzimmer gibt es dann einfach nur noch Riegel, die dann davor geschoben werden, wenn ihr dann im Inneren seid. Aber ihr könnt sie dann noch von außen wirklich diesmal zumachen. Und nachdem ihr dann eure Sachen abgestellt habt, könnt ihr das dann natürlich irgendwie verstauen, wie ihr wollt, sodass es dann sicher ist, einmal abschließen. Werdet ihr nach oben geführt und dort könnt ihr erkennen, wie auf dem Dach ein großer Zuber steht. Der wird gerade angefeuert, sodass man da dann ein bisschen Feuer drunter macht. Und ja, ihr könnt dann auch sehen, die Sonne, wie gesagt, jetzt ist sie untergegangen. Es hat natürlich noch ein bisschen Zeit gedauert, bis ihr dann durch die große Stadt gegangen seid. Die ersten paar Sterne anfangen zu leuchten. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge an Hintergrundstrahlung von der Stadt selber und viel Geschrei, sodass man das noch nicht wirklich viel genießen kann. Aber wenn ihr dann nach und nach in diesen großen Zuber klettert über so eine kleine Treppe, die dann angebracht ist und dann reinsteigt, es gibt dann auch so einen kleinen Seidenvorhang, der dann da in so einem Rondell angebracht ist, sodass man das dann auch vorziehen könnte und dann ungestört ist. Und ab dann seid ihr in der wohligen Wärme des kleinen Zubers. Ihr habt natürlich vor kurzem erst in den heilenden Quellen von Zar gelegen, aber dann natürlich noch mit dem Endurium an euch und so, dass ihr nicht entspannen konntet. Immer noch ein Auge nach links und nach rechts und zu den vielleicht auch Torwalern, also dem Wahlwütigen, der da neben euch irgendwo saß und sich mit seinem Swafnir-Geweihten unterhalten hat. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr entspannen könnt und den Druck von euch nehmt. Natürlich steckt noch die Maraskar nach einem Monat, steckt natürlich immer noch bei euch in den Knochen, aber ja, nach und nach, mit jeder Minute, wird es besser. Der Ausdruck sinkt in seinem Zuber und legt den Kopf in den Nacken, blickt zum Himmel. Magister, erzählt mir doch einmal, was eurem Glauben, was ist das da oben? Also hier, dort der aufgehende Mond, das ist, schreibt man Text zu, das ist das Maramal und die kleinen funkelnden Sterne, das sind seine Schätze. Wie ist das bei Ruhe und Gor? Was glaubt ihr da? Nun, es ist auf jeden Fall Erschöpfung Ruhrs. Er hat es so geschaffen, wie er am Tag die Sonne über uns stehen lässt, damit wir sehen können, hat er am Nacht Mardamal über uns stehen. Wie man es auch nennt, Sterne oder ob man ihnen Namen gibt. Und was genau frag mich, wie weit sie weg sind. Schon ziemlich hoch fliegen, um sie einmal zu erreichen. Ich glaube, das hat noch nie jemand geschafft. Oder eben nicht befestigt hat im Fall von Mardamal und der Sonne. Ja, die hier in Kunchum gibt es auch die Schule der Kapitäne.
Sie haben sich der Sternkunde verschrieben und können mit Hilfe besonderer Bilder, die man da oben anhand der Sterne erkennen kann, navigieren. Natürlich spielt auch der Stand der Sonne und vom Mal der Marder eine entscheidende Rolle dabei. Das stimmt. Ein wenig kann ich das sogar auch. Nur, und ich denke, ich dachte sogar, dass du das sogar noch ein wenig mehr kannst als ich, da du ja so häufig zur See fährst. Dort braucht man es ja am meisten. Aber man kann viele Dinge aus den Sternen lesen. Wu hat die Welt voller Rätsel geschaffen und so gibt es sicherlich auch einige Antworten dort oben zu finden. Ich verliere mich auch häufiger im Mond, aber das, was ich dann sehe, da... ich weiß nicht, ob das einen immer voranbringt. Muss auch im Moment leben. Das konzentrieren, was vor ihm liegt. Natürlich, aber man muss die Augen offen haben für alles. Man darf sich nicht vor irgendeinem Teil der Welt verschließen. Überall können sinnvolle und interessante Dinge zu sehen sein. Wie ist das denn mit dir, Wascha? Du hast in letzter Zeit ziemlich viel gesehen, was... Ja, ich glaube, was für ein junges Mädchen wie dich schon auffühlend ist. Ich war, glaube ich, noch nie so weit weg von... Naja, ein Zuhause habe ich eigentlich gar nicht. Mein Zuhause war immer überall. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir die Welt viel dunkler vor, seit ich, naja, die Sachen gesehen habe. Auf Moraskan. Ich bin auch immer noch sehr verwirrt über die Leute, die wir da vorhin gesehen haben. Ich meine, da kommt jemand und sagt, komm mit, und sofort laufen die alle mit und dann geben sie so viel Geld, ich meine, so viel Dukaten. Habe ich noch nie auf einmal gesehen. Noch nie. Das ist. Oh, und sie scheinen so mächtig zu sein und. Also. Ich muss das erstmal verdauen. Greift man nach Rodrigos Hand und schmiegt sich so ein bisschen an. Rodrigo nimmt die Hand und umarmt dich dabei gleichzeitig. Das wird schon. Ich werde auf jeden Fall weiter dabei bleiben. Allein schon um weiterhin das zu tun, wovon ich glaube, dass es das Richtige ist. Dieses ganze dämonische Kopfzeug, dieses ganze Leute, die sich damit einlassen. Entweder muss man die Leute bekehren oder erschlagen. Ich weiß nicht, ob es noch ein Zwischending gibt. Man schaut mal so ein bisschen zu Ephadaios. Schaut mal zu Yalan. Ich weiß nicht. Im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt gerade hier sitzen kann mit euch und mit euch über die Zukunft reden kann. Wollen wir denn eine gemeinsame Zukunft als Gruppe haben, in der wir irgendwas tun? Oder wollen wir das Angebot von Dex an dem Ort komplett annehmen und uns zurückziehen? Also ich würde ganz gerne weitermachen. Dabei schaut man auch vor allen Dingen jetzt hier Wascha an. Wascha, ich habe das Gefühl, dass die Götter mich für Dinge ausgesehen haben. Die Götter haben dafür gesorgt, dass ich eine Ausbildung zum Krieger bekommen habe, dass ich kämpfen gelernt habe, und das einfach dahin zu schmeißen und zu sagen, ich glaube, ich bin auf dem Punkt, dass ich noch mehr erreichen kann. Dass ich noch viel mehr erreichen kann, noch viel größere Dinge. Man schaut mal den Himmel. Das ist wie, als wenn man nach den Sternen greifen will, vielleicht. Aber ich glaube, dass ich noch mehr schaffe. Auch wenn ich jetzt ein paar Tage vielleicht brauche, um einen wenig klaren Kopf zu bekommen. Denn auch mir ist das Ganze ziemlich in die Knochen gefahren. Mit den Worten lässt er sich ein wenig, nochmal ein wenig absacken und, nimmt rund Wascha ein wenig stärker in den Arm. Streichelt ihn dabei über den Arm. Und schaut zu den anderen. Also ich werde mich jetzt auf keinen Fall schon zur Ruhe setzen. Ich bin erst 22 Götterläufer alt. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Es gibt noch so viel zu tun und zu entdecken, und nun, es gibt noch so viel Leid und Unheil auf dem Weltendiskus. Dabei schaut Brindisi mal zu Wascha. Ihr sagtet ja, dass ihr vielleicht nach Norden reisen werdet, in die Schwarzen Lande. Ich muss sagen, auf Maraskan, die Aktion mit der Mine hat mich schwer beeindruckt. Ich hätte vorher nie gedacht, dass Garechas nun zum einen sich das überhaupt trauen würden und zum anderen ist dann so
so gut und fast ohne Verluste abwickeln werden. Ach, das hat mich wirklich schwer beeindruckt von euch. Ach, Brin, wir deswegen helfen alle gerne. Nun, ihr wisst ja, ich werde die nächsten Jahre, vielleicht mein ganzes Leben, dem Kampf gegen die Ungeschaffenen widmen. Und wenn ihr dies auch tun werdet, dann würde ich nichts lieber tun, als euch weiter zu begleiten. Afax und seine Mitfahrräder strecken selbst hier ihre Krallen nach uns aus. Ich werde garantiert nicht zurück nach Hause gehen oder nach Weiden oder wohin auch immer und mich zur Ruhe setzen. Also ich muss sagen, als ich euch kennengelernt habe und gehört habe, dass wir alle sterben in den nächsten Wochen, da hatte ich so eine Angst. Und dann waren wir da in dieser Mine und es ist viel besser, ich meine viel, viel besser, wie er schon sagte, in Dijan gelaufen, als wir alle gedacht haben. Und wenn ich jetzt daran denke, einfach so weiter nach meinem Vater zu suchen, als hätte ich das alles nicht gesehen, als hätte ich nicht gesehen, was es für böse Kreaturen gibt und was man dagegen tun kann und dass es tatsächlich Leute wie euch gibt, dann würde ich, glaube ich, ein schlechtes Gewissen haben. Aber die Angst gehört da wohl dazu, oder? Ich finde, also Angst gehört auf jeden Fall dazu. Denn Angst zeigt an, dass du an die Götter glaubst, dass du... Meines Erachtens haben die Götter uns Angst gegeben, aus gutem Grund. Und deswegen gehört Angst dazu. Aber es gehört auch genauso gut die Überwindung dazu. Das haben die Götter uns auch gegeben. Und, Boscha, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast mir gezeigt, dass es Menschen gibt, für die es sich besonders lohnt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Deswegen werde ich dich nicht überreden, in gefährliche Situationen hineinzugehen. Beziehungsweise uns zu begleiten, was automatisch zu gefährlichen Situationen führt. Denn das Ganze mit dir hat mir gezeigt, dass ich für Menschen wie dich die Welt besser machen will. Du bist so süß. Man dreht sich nach hinten und küsst dich, egal ob die anderen zu gucken oder nicht. Himmels Willen, nehmt euch ein Zimmer. Wascha, kann ich hin. beim Kussen und währenddessen Jalan das sagt, spritzt vor sein klein bisschen Wasser Richtung Jalans Brust. Währenddessen man so halb blind ist, weil man ja Wascha im Gesicht hat. Wascha, wieder meinst du denn, du bist dazu in der Lage, sowas weiterzumachen? Ich meine, versteh mich nicht falsch. Das, was ich gesehen habe, was du kannst, dort im Dschungel, auch im Kampf. Das hat mich nicht weniger beeindruckt als das der anderen, aber nun erinnerst du dich an die Situation am Tag vor unserem Überfall auf die Mine, als wir die Karawane überfallen haben? Nun, so wie du dort reagiert hast, es wird viele solche Situationen geben, wenn man gegen die Ungeschaffenen kämpft. Du siehst, wie ich mich löse und dich angucke. An diesem Tag habe ich dem Mann mein Wort gegeben, dass wir ihn nicht direkt umbringen. Und dann habt ihr es trotzdem getan. Ich kannte euch zu dem Zeitpunkt nicht, aber das werde ich auch nicht so leicht vergessen. Ich finde, wenn jemand, naja, noch zu retten ist, dann darf man nicht einfach die Hoffnung aufgeben. Und ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, dieses Gefühl beizuhalten, selbst wenn man gegen Böses antritt. Ja, die Menschlichkeit verliert ist nicht besser als die bösen Sachen, gegen die er eigentlich kämpfen will. So denke ich zumindest. Aber manchmal muss es eine Sinnflut geben. Eine Sinnflut, die all das, was verdorben wurde, unwiederbringlich verloren ist, wegspült und dem Leben eine neue Chance gibt, sich zu erholen, zu wachsen und wieder Gutes hervorzubringen. So wie ich es verstanden habe, war er gar nicht unwiederbringlich. Es hätte bestimmt Zeit in Anspruch genommen und viel, viel Kraft. Aber ihr habt selbst gesagt, er war noch, wie heißt das, unbefleckt, unberührt? Ungeschaffen. Ungeschaffen? Also nach meinem Glauben gibt es keinen Unterschied zwischen denen, die direkt aus dem Äthergen kommen, wie nun diese fliegenden Wesen, die du damals gesehen hast, und denen, die sich den
Unbeschaffenen anschließen, wie der Mann Rindijan setzt das in Anführungszeichen, nun, den wir da befragt haben und den ich dann getötet ist das falsche Wort. Man kann so einen nicht töten, der kein Teil der Schöpfung mehr ist. Nun, das ist euer Glaube, aber ihr seid kein Gott und verzeiht, aber es ist sehr herablassend, sich einem Gott gleichzustellen, darüber zu entscheiden, wer noch zu retten ist und wer nicht. Ich entscheide. Die Seelen können gerettet werden. Und sei es auf Paios reinigenden Scheiterhaufen. Ich entscheide nicht darüber. Und wir können nicht einfach durch die Lande ziehen und jeden davon umbringen. Ich entscheide nicht darüber, ob seine. Wenn jeder, der nicht gerettet wird, wandert direkt zu den Erzdämonen und stärkt sie. Ich entscheide nicht darüber, ob seine Seele gerettet wird. Wenn es wirklich so ist, dass er noch Teil der Schöpfung ist, dann wird Bruder Boron ihm seine Erinnerung nehmen und Schwester Zah ihm ein neues Leben schenken. Jedem anderen auch. Aber ich bin fest der Meinung, dass er seine Chance darauf verwirkt hat. Und dann jeder, der so handelt wie er. Ich erwarte dennoch, wenn ich jemandem mein Wort gebe, dass auch ihr das akzeptiert. Rodrigo hat damals die Gruppe angeführt. Er hat eine Entscheidung getroffen, die habe ich gegen ihn gestellt. Das hat er deswegen gekonnt, weil er ja nicht zur Gruppe gehört. Das sollten wir immer irgendwann ansprechen. Irgendwie zu unserer Gruppe. Nein, bisher nicht. Bisher ist es nur ein reines Zweckbündnis. Er hat doch auch gerade wieder darauf bestanden zu sagen, dass er jetzt hier der Meinung ist, dass wir eben, wenn wir auch uns dem Kampf gegen die Ungeschaffenen verschreiben, dass er dann mit uns zieht. Das ist weiterhin bisher ein Zweckbündnis, was ich immer daraus höre. Und kein Interesse an uns. Aber das sollte sich ändern, wenn man zusammenreist. Findet ihr nicht, dass das nur eine Spitzfindigkeit war, mit der ihr euch aus eurem Wort herauswinden wolltet? Es klingt nämlich ganz so. Oh, das war eine Spitzfindigkeit. Dann war sie aber, okay, werde ich mir merken. Werde ich auch machen. Zwinkert Rindijan und Yalan einmal zu. Ihr treibt mich noch ins Grab. Kein Thema. Spitzfindig kann ich gut. Männer, das bringt doch nichts. Wir haben darüber gesprochen, bevor wir, ihr wisst schon, was geholt haben. Und haben gesagt, dass wir uns vertragen. Jetzt fangt ihr schon wieder an. Entweder wir reisen miteinander, können noch den Hals miteinander halten, oder wir können es nicht. Ich habe euch schon mal gesagt. Wir damals, als wir gereist sind, wir waren eine Familie. Egal, wer von uns attackiert wurde und von wem, ob es der größte Graf von irgendwo war, ein Markgraf oder weiß ich nicht. Wenn sie uns von ihrem Land vertrieben haben, wenn sie einen von uns haben verhaften lassen, weil er Kunststücke gemacht hat und wir das Stadtrecht nicht so ganz kannten. Und immer haben wir uns verteidigt und ihr hackt schon wieder aufeinander rum, als ob es nicht genug Böses gäbe. Guckt beleidigt und kuschelt sich weiter an Rodrigo nach dem Motto, ups, hoffentlich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich habe hier in den letzten Monaten einiges über mich und über den Stand der Welt gelernt und eines kann ich euch sagen, sich jetzt verstecken oder auf ein ruhiges Fleckchen hier auf der Erde zurückzuziehen, das wird langfristig unsere Welt nicht retten. Ich glaube, dass ihr, mein Herr von Schnattermoor und Vision, bei euch kann ich es nicht genau sagen mit eurem Glauben, aber auch ich, wir sind auf jeden Fall Teil eines größeren Plans und die Götter haben in uns investiert und nun müssen wir einfach ihrem Plan fügen und weiter streiten. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, um das, was vor mir und vor denen, die bei uns bleiben, liegt, vorbereitet bin, aber nun, als ich euch an meiner Seite wusste, Leutnant, da wusste ich, dass ich dort einen Mann habe, auf den ich mich stets verlassen kann. Und auch bei euch, mein hoher Herr, ja. Geehrter Herr, eure Fähigkeiten waren stets hilfreich und nun, ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb ich diese magische Begabung erhalten habe. Und ihr, nun, ihr wolltet mir ja nun helfen, sie besser zu verstehen. Und Wascha, auch du hast ja diese Gabe. Ich glaube, du hältst sie sogar schon besser als ich, die meine. Nun, das ist auch kein Zufall. Ich will, dass wir nicht diese scheiß Spitzfindigkeiten haben. Wenn wir die haben, werde ich die auch anwenden. Und ich bin da verdammt gut dran. Verlasst euch darauf. Oder aber wir gehen wirklich als Familie zusammen, wie Wascha das sagt. Dann gibt es aber nicht diese bösen Spitzfindigkeiten.
Wenn wir dann einem Ungeschaffenen begegnen, dann, und wir haben ihn, was ich, unter Kontrolle gebracht, sagen wir jetzt einmal, dann werden wir als Gruppe darüber gerecht entscheiden. Dann kommt da kein Jala an, der sagt, ich bin hier der Adlige, Prios hat mich ausgewählt, ich entscheide das. Dann kommt hier kein Brindijan an, der sagt, hey, ich töte ihn einfach, weil der gehört nicht zur Schöpfung. Und dann kommt hier keine Washer an, die sagt, hey, wir tun ihm auf keinen Fall was, ich habe ihm mein Wort gegeben. Sondern dann entscheidet ihr, dass ihr da rankommt und ein Wort für jemanden gibt, mit dem ihr euch noch nicht abgesprochen habt. Ja, genau. Zum Beispiel. Ich habe ihm mein Wort gegeben, weil ihr im Verhören einfach scheiße wart. Entschuldigung. Nee, also, das ist nicht unwahr. Ja, deswegen sage ich ja, all diese kleinen Spitzfindigkeiten, Probleme müssen wir jetzt entweder irgendwo packen und sagen, okay, gut, das werden wir nicht mehr so handhaben ab jetzt. Wir stellen den Egoismus jeder ein kleines Stückchen ein und tritt jeder einen Schritt zurück und sagt einfach, okay, sofern es nicht um uns geht, also wenn es nicht um unsere Gruppe geht, macht jeder vielleicht noch so ein bisschen seine eigenen Sachen, ganz klar. Aber wenn es um uns geht, wenn es um uns als Gruppe geht, dann sind wir eine Familie. Für mich fällt das sehr schwer, da ich Familien nur halb kennengelernt habe. Also natürlich bin ich in einer Familie aufgewachsen, aber bei uns war jeder voll verschleiert. Und also wenn man in der Öffentlichkeit war. Und ich bring's dir bei, Andre, mach dir keine Sorgen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich will nur sagen, dass wir diese zwei Möglichkeiten haben. Dass wir entweder distanziert bleiben und jeder macht so seine eigenen Sachen, oder wir wachsen da zusammen. Boscha, für dich ist es ganz normal. Ich glaube, für die meisten von uns ist das nicht unbedingt normal, dass man so irgendwie zusammenwächst. Man hat keine andere Wahl, sonst kommt man ganz schnell unter die Räder, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Ich kenne nur, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Bei uns war das zumindest nicht so. Ja, Alan, da habt ihr jetzt selber Schuld. Ihr hättet ja irgendwie auf eurem Pferd sitzen bleiben können und das dann behalten können, aber nein, wir müssen uns jetzt ja diesen Leuten hier anschließen. Und da habt ihr selber Schuld. Diesen Leuten? Und du, Kurze, hättest in Tralauf auf der Knappenschule bleiben sollen. Also lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Ich sag ja, wenn ihr jetzt euer Recht auf Adel abgeben müsst, sie grinst fies und schaut dabei rüber zu den anderen, macht das doch am besten. Ich geb dir gleich ganz was anderes ab. Naja, aber wenn wir jetzt alle zusammen wachsen wie eine Familie, also und jeder abstimmen darf, dann bin ich dafür, weiß nicht, in meiner Familie wurde auch geschlagen. Ja, aber dann stimmen wir trotzdem vorher drüber ab. Dürfen wir dann auch sie schlagen? Ich zeig mal auf den Rüger. Was? Nein. Wenn einer von euch meine Knabbern schlägt, hat er danach keine Hand mehr. Also ich bin ja dafür, dass ihr alle Klaps verdient hat. Sie hebt die Hand. Sie wird euch doch auch schlagen. Was soll sie versuchen? Myri erwartet irgendwie, dass andere Leute Hände heben. Rodrigo schaut sie an, lächelt vielleicht ein wenig, aber schaut dann wieder zu Jala an. Jala, ich finde, du hast schon den ersten Schritt gemacht, als du mir erlaubt hast, dass ich dich duzen darf. Und ja, ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber jetzt bin, vor allem jetzt, wo ich langsam irgendwo aus meinem Trott herauskomme, wo ich irgendwie nicht mehr das Gefühl habe, dass hinter jeder Ecke der Feind steht, sondern wo ich jetzt hier erstmal irgendwie etwas entspannen kann. Dankeschön nochmal dafür.